So. Hock, was haben wir denn da? Sunanium. Ein vielfach nützliches Gestein, aus dem einst Energie gewonnen wurde und das man zu Waffen und Rüstung weiterverarbeitete. Mhm. Okay. Denke ich. Mhm. Können wir eigentlich... Das ist mir schon wieder so träge eigentlich. Das wollte ich die ganze Zeit schon nachgucken, ob das geht wieder. Bla, Deutsch, Text, Moment mal, was? Kameraempfindlichkeit, Standard. Nee, bitte. Sehr schnell. Oh ja, ja, wieder viel besser. Wollte ich schon viel früher eigentlich machen. Schon viel angenehmer. Kaputt. So ist es. Nimm dies. Einfache Stocke, dann so mit Brocken. Das ist so geil einfach. Wird schon hilfreich sein, denke ich. So, wenn ich jetzt hier Pfeil Knospe. Was sind das für Geräusche? Genau, da wo es landet, ist dann Licht. Okay, wie cool. Oh, hallo, was denn hier? Lava? Hallo? Was ist denn hier los? Hm? Alchemiekonstrukt. Verzeihung, ich war ganz vertieft in die Verarbeitung von Sunanium. Oh, davon hast du noch nicht gehört? Bei besagtem Sunanium handelt es sich um ein besonderes Erz, das in den Tiefen des Landes abgebaut werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte. Wie jetzt verarbeiten? Bei der Verarbeitung wird Sunanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien weiterverarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Ich bin gespannt. Vielen Dank für deine Geduld. Erlaube mir, dir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sunau-Energiesphäre. Sie dient den Sunau-Erzeugnissen als Energiequelle. Aha. Dann hätten wir hier noch den Sunau-Energiekristall. Dieser enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sunanium Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. So. Was macht alles? Sunau-Energiesphären versorgen Sunau-Bauteile und uns Konstrukte mit Energie. Du kannst sie einsetzen, um die Energie einer Batterie wieder aufzuladen. Ah, und die Kristalle? Sunau-Energiekristalle enthalten Sunau-Energie in gehärteter Form. Sie finden vorwiegend Anwendungen als Material zur Herstellung von Batterien. Kürzlich von mir gewonnene Materialien findest du dort im Regal. Bitte sieh dich um. Aha! Oh. Das ist Sunanium, das ich verarbeiten möchte. Ich kann es dir leider nicht überlassen. Wenn du auf bereits gewonnene Materialien aus bist, sieh dich bitte dort im Regal um. Okay, cool. Muss ich es kaufen? Das kostet Geld, tatsächlich. Benötigt. Besitz. Okay. Kaufen? Wie viel möchtest du? Ich weiß auch nicht genau. 3? Schätze ich? Ich werde das erhaltene Sunanium später weiterverarbeiten. Wenn du also Materialien benötigst, komm wieder, sobald der Verarbeitungsprozess abgeschlossen ist. Jetzt habe ich halt so Kristalle. Ich weiß auch nicht genau. Ja, dann fehlt mir eins. Weiß nicht. Ja gut, ich habe jetzt erstmal 3. Keine Ahnung. Na gut, was ist hier hinten? Ein Stock finster ist hier hinten, aber da ist auch nichts. Na gut. Mhm. Spannend. Na gut. Was hier? Mal ein bisschen Sunanium-Gedöns. Jawollo, genau. Zack. Gut. Und was sind hier für Blobs? Mit dem rede ich gleich. Will hier nur noch mal ein bisschen gucken. Warte mal, ich rede mal mit dir. Selbst diese Höhle war einst reich an natürlichen Ressourcen, doch diese werden rarer und rarer.
Eigentlich benötige ich Hilfe, um meine Pflicht hier zu erfüllen, doch leider scheint keine Unterstützung einzutreffen. Daher verdoppele ich meine Mühen und Schürfe und haue Gestein, so emsig ich nur kann. Da helfe ich ein bisschen, nicht? Verteidigung notwendig. Nee, Schmarrn, du, ich helfe dir doch bloß. Sehr, sehr interessant hier alles, wirklich. Erstaunlich. Sehr erstaunlich. Was hier so vor sich geht. So, was ist das da? Ah, ich bitte freundlichst die Finger davon zu lassen. Entschuldigung. Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Kapseln? Diese Äußerung entnehme ich, dass du sie vergessen hast. Oder ist es sogar möglich, dass du sie gar nicht kennst? Kapseln sind handlich verpackte Sonau-Bauteile für unterwegs. Leicht so zu transportieren und äußerst praktisch. Da du keine bei dir zu haben scheinst, gebe ich dir etwas von meinem Vorrat ab. 3 Ventilatoren. Bei diesem Sonau-Bauteil erzeugt der Propeller im Gehäuse Wind. Die Sonau sollen Ventilatoren zum Transport von Objekten und zur Fortbewegung genutzt haben. Das ist ja spannend. Man kann das so transportieren mit Kapseln dann. Das ist ja auch cool. Es handelt sich dabei um Ventilatoren. Du kannst sie jederzeit einsetzen. Wenn du sie schlägst, pusten sie los. Sonau-Bauteile sind ausgesprochen nützlich und in großer Vielfalt vorhanden. Ich habe darum immer welche dabei. Leider vergessen viele, sie mitzunehmen, deshalb halte ich immerzu nach Nachschub Ausschau. Die Kapseln, die ich dir gegeben habe, waren aber meine letzten. Bitte pass gut darauf auf und verlier sie nicht. Beachte bitte unbedingt, dass du Kapseln nach der Entnahme aus der Tasche nicht in diese zurücklegen kannst. Verstehe. Ja, einmalig, das hatte ich mir schon fast. Okay, cool. Falsche Fähigkeit. Einmal hier so. Schön. Dann hier einmal zack. Und dann... Eigentlich hätte ich auch einmal einen alten Wagen hierher schleppen können. Ich habe es mir vorhin noch gedacht. Soll ich nicht einfach meinen alten Wagen hierher bringen? Und ganz ehrlich, ich glaube, ich hole mir den jetzt auch einfach. Warum sollte ich so eine... Ich möchte jetzt meine Kapseln dann noch nicht verschwinden. Auch wenn man das hier Tutorial-like so tun sollte. Aber ich möchte halt einfach meinen Wagen einfach hierher nehmen. Hä? Sind wir unter der Zitadelle hier gerade eigentlich? Sieht fast so aus, laut Map. Ja, bin mir nicht sicher. Nee, oder doch nicht. Nee, doch nicht, ne? Nee, wir sind unter dem Schrein quasi. Okay. Nee, ich hole mir jetzt einfach meine Mine zurück, ganz ehrlich. Trotzdem, was mache ich jetzt? Pass mal auf. Hehe. Wollte ich, wie gesagt, vorhin schon machen. Passt. Normalerweise müsste es durch die Lücke da passen. Ey! 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 Ey, wieso klebt da eine Pflanze dran? Ey, was ist denn da los? Hä? Wieso klebt denn da eine Pflanze dran? Hä? Da klebt eine Leuchtpflanze dran. Ich glaube, das soll so nicht. Ich glaube, das ist... Das soll so nicht. Egal. Licht. Hä? Was ist denn da passiert? Aha. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Hä? Oh. Ach so. Oh je. Hey, man kann doch keine Pflanzen da dran schweißen, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Hä? Vor allem ist es ja eine ganze Knolle, die eigentlich im Boden wächst. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist ein Fehlerchen. So, dann wollen wir dich da mal dran. Ja. Voll lustig jetzt die Pflanze da. Gut, dann wollen wir mal, nicht? Ups. Achso. Boah, krass. Oh, wie cool. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Die Pflanze. Das hat so ein Licht, ne? Oh, wie cool. Muss ich ein bisschen an Bioshock Infinite denken gerade auch. Oh, ist das cool. Ist ja so geil gemacht. Da unten waren wir schon. Ui, was ist denn da vorne? Das sieht gefährlich aus. So, Pock. Das ist ja so... Was zum Fick ist... Ein Kapselautomat? Okay. Jetzt wird's crazy. Ups, war nicht hoch genug. Sag mal, wie viele Pfeile kann ich haben? Alle. Ich gehe gleich zu dem Automaten, aber ich schaue erstmal, was hier so Tolles ist.
Oder ist das Zeichen auf der Minimap einfach ein Höhleneingang? Das kann auch sein. Hier ist nichts los. Da geht's runter. Ich weiß nicht genau. Jetzt im Moment. Wir reden mal damit. Was zum Bums? Was sind das? Vielleicht Kapseln für Sachen? Was? Skeko, du hast noch mehr Holz fürs Spiel. Nett. Da hast du noch mehr Holz fürs... Ach, da. Oh mein Gott, weil du mir den Tisch zuwirfst. Alter Wolf. Kapselspenderbetrieb bestätigt. Heutiges Kapselproduktionszoll wird voraussichtlich erreicht. Oh, du möchtest den Kapselspender verwenden? Wir haben das Soll fast erreicht. Du kannst ihn also ruhig verwenden. Kapselspender? Dies ist ein Kapselspender. Er kann mit den entsprechenden Ressourcen Sonau-Bauteile herstellen. Er verarbeitet Ressourcen wie Konstrukthörner und Sonau-Energiesphären. Aha. Nimm einfach etwas in die Hand und wirf es in die Öffnung. Diese funktioniert ganz ähnlich wie bei einem Kochtopf. Möchtest du auch etwas über Kapseln erfahren? Kapseln sind portable und enthalten Sonau-Bauteile. Bitte beachte, dass man ein Bauteil nicht mehr in seine Kapsel zurücklegen kann, sobald es einmal entnommen wurde. Bereits mit Hilfe eines einzelnen Kapselspenders kann eine gehörige Menge Kapseln hergestellt werden. Ich empfehle, überzählige Ressourcen stets in Kapseln zu verwandeln und daraufhin bei dir zu tragen. Du kannst den Kapselspender verwenden. Ich werde derweil mit meiner Überwachungsroutine fortfahren. Okay. Also im Moment. Ich ist richtig verstanden. Setz den Moment mal an. Sag mal, wenn ich jetzt hier, hat er gemeint, diese Dinge in die Hand nehmen, vielleicht in keinen einwerfen? Oh mein Gott. Ventilator, Dankeschön. Das ist so seltsam. Okay. Was ist, wenn ich das da reinwerfe? Gacha! Echt so. Oder Gacha-Automat hier, was ist denn da los? Ach ja, dann kriege ich es zurück. Verstehe. Okay, immerhin. Alles klar. Das ist ja verblüffend. Was ist, wenn ich das da reinwerfe? Oh Mann. Einfach ein Kapselautomat. Da kommt was raus. Und zwar was Neues. Und zwar ein Reisekochtopf. Dieses Sonau-Bauteil ermöglicht es dir jederzeit und überall zu kochen. Der einfache Topf ist nur einmalig zu gebrauchen. Koche damit am besten auf ebenem Untergrund. Kommt da immer was anderes raus, wenn ich dasselbe Teil nochmal reinwerf? Das ist bestimmt ein scheiß Glücksspielautomat. Da kommt bestimmt Zufall. Zufällig was raus, oder? Es ist wieder was anderes. Oh mein Gott. Flammenwerfer! Ein Sonau-Bauteil, das Flammen nach vorn verschießt. Es wurde ursprünglich für den Schutz vor Monstern konzipiert. What the fuck? Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, komm mal weiter. Papa braucht noch neue paar Schuhe. Okay, ich guck mal, ob ich Schuhe rauskrieg. Warte mal. Schauen wir mal. Was ist denn hier wieder los? Einfach ein random Ding. Ach, du heiliger Bums. Ventilator, okay. Was? Wow. Echt so. Was ist das denn wieder? Was ist hier denn wieder los? Wir fünf auf einmal rein! Oh, das geht bestimmt auch, ja. Hier ist wieder ein Reisekochtopf. Das ist ja super interessant. Ich tu mal... Das da, das da, das da. Okay, jetzt probieren wir es mal damit. Pass mal auf. Dreimal Ventilator. Na super. What the fuck? Okay. Ist eine lustige Idee. Ist aber eine lustige Idee. Ja, aber alles auf Glück. Random Gacha-Automat. Alles klar. In Zelda. Auch lustig, ja. More. Nein, 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 nein. Jetzt lassen wir es. Mai, Mai. Das geht so nicht. Du bist ja schon süchtig danach. Wir müssen aufhören damit. So. Oh, witzig. Ich kann es nicht hochheben, weil der Stein zu steinig ist.
Da will wieder jemand zu seinem Freund. Hab schon gesehen. Super lustig. So, pass mal auf. Was ist denn hier noch alles überall? Das ist ja der Wahnsinn hier. Hä, was ist hier? Hä, hey, Moment, sind das doch auch Schienen? Hä? Nee, oder? Hä? Mann, hier ist schon wieder so viel. Ey, Wahnsinn, hier ist was, da ist was, überall ist was, was. Boah. Es gibt so viel zu sehen. Was ist da denn wieder los? Kommen wir da irgendwie hoch? Oh mein Gott, was ist hier wieder alles? Komm hier. Für was ist das? Um vielleicht darüber zu kommen, was auch immer das ist überhaupt. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komme ich darüber? Oh, nee. Ja. Ich lasse es mal. Ich weiß nicht. Das Spiel fängt wirklich sehr, sehr interessant an. Hier, finde ich, das ist schon hier so noch Sachen. Das ist schon ganz schön spannend hier. Mal was ganz anderes. Aha. So, jetzt pass mal auf. Bauen uns wieder eine lustige Brücke. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Oh mein Gott, aber wie die Frames wegbrechen, wenn du dieses Ding nutzt. Das ist schon ein bisschen krass. Vorsicht, Link. Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, Link. Oh mein Gott. Oh nein! Ach, verdammt. Vielleicht. Stimmt. Vielleicht so. Guck mal, ich kann doch einfach hier rüber. Guck mal. Da hinten ist, glaube ich, echt Schneegebiet dann auch. Warte mal, guck mal, ich kann hier einfach vorsichtig hier runter. So, das sollte gehen. Eieiei. Und dann kann ich ja eigentlich hier rüber. Und dann weiß ich auch nicht, was ich da gefunden habe. Das sieht sehr gefährlich aus. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Aber gut, gucken wir mal. Wir können ja mal so ein Auge drauf werfen, ne? Verstehst du? Alpha-Block-Konstrukt. Ach du Scheiße! Mami, ich hab Angst! Scheiße! Ah ja! Ich hab gesehen. Hilfe! Okay, läuft ja schon mal gar nicht mal so schlecht hier. Was ist denn das jetzt? Okay. Hilfe. Oh. Oh Gott. Okay, ich habe einen drauf gekriegt. Scheiße.
Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, das ist nicht gut. Okay, so vielleicht? Ich setze alles auf die 1. Ein Würfel. Ich setze alles auf die 1. Sehr gut. Ja, genau so. Ja. Warte mal. Ja. Was passiert als nächstes? Ein UFO, ein UFO. Ja, guck mal, Würfelspiele, Würfelspiele. Ist so, ist so. Wohin genau? Das gefällt mir nicht, was ich da sehe. Warum? Warum? Wow. Wow, es friert ein Kau. Okay, ein bisschen Feuer. Ja, genau. Oh ja. Komm schon. Nice. Was auch immer ich besiegt habe, aber ich habe es besiegt, ohne zu sterben. Krass. Okay, eine Menge Sachen. Was ist das jetzt? Hallo? GG, Gecko, oder? Aber echt so. Yeah! Ja, Mann! Ey, das war fantastisch. Aber was mache ich jetzt damit? Alpha Mittelblock. Oh ja, okay. Keine Sorge, der Robokumpel sollte nur die Welt retten. Kein großer Verlust. Ach so, ja, dann geht's ja noch. Dann passt das. Okay, keine Ahnung. Ich würde das aber mal irgendwie mitnehmen, schätze ich. Ja. Aha. Oh, das sieht doch noch einer coolen Waffe aus. Ja, dann. Krass. Leute, ich finde, es läuft ganz gut. Immer noch nicht verreckt. Ja. Hier, bei diesem Riesenvieh. Hab's geschafft. Das war voll gut. Aber jetzt kommen wir da ins Eisgebiet. Das wird jetzt ein bisschen hässlich, glaube ich. Wow. Hey, habe ich wirklich gut gemacht, finde ich. Ha! Bitte nicht runterfallen, Link. Ja, bitte gar keinen Scheiß treiben jetzt. Ganz ruhig, Link. So, oh, hi. Jetzt ein Fuck. Gut. Krass. Ich möchte speichern. So. Das will ich jetzt mal machen hier. Boah, das war nicht schlecht. Jetzt hätte ich aber gern wieder Sachen oder so. Irgendwie ein bisschen Essen oder so. Oder irgendwas. Was ist hier oben? Warte mal, da wollte doch noch jemand gerettet werden oder so. Was ist denn hier... Wo ist denn der? Da? Und du willst wahrscheinlich darüber, schätze ich, hä? Ich will zu meinem Freund. Ja, der ist wahrscheinlich... Wo ist der? Ich rede mal mit dir. Was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Ja, wo ist der denn? Na, da drüben, ne? Gut. Sieht so aus, als würde er ein Raussignal schicken. Ja, genau. Bin erschöpft, kann mich kaum bewegen. Kein Problem. Der ist gerade einfach gespawnt, gell? Dann nehmen wir wieder so ein Minending-Sieg. Guck mal, gar kein Problem. Nee. So, schau mal. Jetzt. Nehmen das da und drehen es vielleicht so hin. Das wäre schlau. Und dann so. Ach so, da ist ja unser Wagen noch. Hey, Moment mal, was? Wo kommst denn du her? Aus dem Tempel der Zeit erklingt jeden Morgen und jeden Abend der Klang der Zeitglocke. Für uns, wie auch für die Konstrukte, war dies das Signal, uns zu erheben und uns wieder zur Ruhe zu begeben. Auch unsere Rituale und Zeremonien läutete die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel.
Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke, beides lässt die alten Zeiten in meinem Geiste auferstehen. Okay. Moment, aber sind wir nicht damit gekommen? Ja, doch schon. Ich habe dich gar nicht gesehen, Rauru. Oder bist du erst aufgetaucht jetzt? Mit der Blume an dem Ding. Es ist so lustig. Ich nehme lieber unseren Blumenwagen, echt. Viel, viel lustiger. Jetzt pass mal auf hier. So, hopp. So, wo bist du denn? Komm mal mit. Komm mal mit. So, ich tue dich mal da... Lieber befestigen, ehrlich gesagt. Bevor du mir hier noch wegfällst, nicht? Hup. Auf geht's! Hup. Nice. Ab! So, komm! Runter! Upsi, Entschuldigung. Purzel, purzel! Das ist so süß. Endlich wieder zusammen. Echt so. Da bist du ja. Danke, dass du ihn gerettet hast. Genau, zwei Coxsamen. Screener, hey du, servus. Lange nicht gesehen, ne? Kann den Eraser Skin... Was? Den Eraser Skin muss man echt mit Echtgeld kaufen, bekommt den Nerv. Ja, leider. Ja, leider. Ist echt so. Aber ich hatte noch was Guthaben-like übrig auf Switch drum. Zum Glück. Na, alles tutti? Ja, war sowas von. Spiele Tears of the Kingdom zum ersten Mal. Und macht Spaß. Typisch Breath of the Wild-like. Es macht einfach sehr viel Spaß. Sehr, sehr cool.